Okay. Nachdem ich aus der Sitzung rausgeflogen bin. Ist das jetzt erledigt? Wir müssen uns mal wieder ein bisschen motivieren hier. Oh Gott. Meine Güte. Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Ja, ist nur eine Kaffeekanne. Aber jetzt geht's gleich los hier. Ohne dich geht es nicht. Habe ich den Schraubendreher schon? Ja, ne? Wo war denn der Schraubendreher? Ja, der war da. Habe ich den Schraubendreher? Ist ein... Habe ich den schon? Sicher? Alter, hört da mal auf. Hey, komm. Ey, das ist scheiße. Dass sie das Licht wegnimmt. Ich kann das Licht unterbrechen und das ist nicht gut. Und dann hört es einfach auf. Was ist die Lieblingsübung des Kaffees? So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe keinen Plan. Das ist ein Erste-Hilfe-Set. Habe ich was abgekriegt? Ich weiß es nicht. Ich muss... Okay, ich muss hier gerade hoch. Ich werd mir mal eins von diesen großen Sets gönnen hier. War eigentlich ganz okay, so, dann nehmen wir das hier mit. So. Du bist die Milch in meinem Latte. Ich bin die Milch in seiner Latte? Okay. Da hinten. So, wo muss ich jetzt lang? Ich bin total falsch gelaufen gerade eben. Ich gucke aber in die richtige Richtung. Hinter dem... Ja. Hi. Mich nie daran gewöhnen. Ich auch nicht. Okay, jetzt habe ich keine Powerlamp mehr, oder wie ist das? Und wo ist der Safe? Leider haben wir keine Brightfalls-Mischung mehr, entschuldigte sich Anna bei den Kunden. Ich hole einfach etwas von hinten. Mehr Kaffee kommt sofort. Sie schlug vor, dass sie mit dem Perzolator fahren sollten, während sie warteten. Sie ging an Ilmo am Espresso Express vorbei. Lächeln, Anna. In der Coffee Lounge World gibt es nur Lächeln. Anna nickte, lächelte.
Sie lächelte, bis ihr das Gesicht wehtat. Anna blieb stehen, sie bemerkte, dass sie neben dem Hutari-Brunnen stand. Sie war wohl weggetreten, dachte sie. Sie wollte gerade gehen, als ihr etwas im Brunnen auffiel. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit. Anna wurde von einem Schwindelgefühl überwältigt. Die Welt kippte um und dann fiel sie hinunter, hinunter, hinunter in den Schacht. Die Dunkelheit öffnete sich und verschluckte sie. Das möchte ich aber nicht erleben. Huch, da will ich nicht hin. Machen wir mal Tür zu. Ansonsten muss ich wirklich mit dem Dings arbeiten, mit dem Bums hier. Es ist aber süß hier, so wie Nilan. Hey Elmo, kurze Vorwarnung. Ich habe noch eine wütende Sprachnachricht von der Mutter eines Kindes bekommen, das sich mit einem der Souvenir-Pukos ins Auge gestochen hat. Wer hatte eigentlich die grandiose Idee, Kindern in einem Kaffeevergnügungspark Plastikmesser zu verkaufen? Ach ja, es war ja deine. Jeff, ich brauche nochmal deine Hilfe mit dem Elch. Moccia ging es wunderbar, sogar der Befund vom Tierarzt war einwandfrei, doch dann ist er einfach umgekippt. Angeblich war es ein Herzinfarkt. Ich mache dir keine Vorwürfe, vielleicht hat er einfach ein schlechtes Herz oder er hat einfach keine Aufputschmittel vertragen. Wir sagen den Kindern, dass Moccia eine kleine Auszeit nimmt, aber ich brauche dringend deine Hilfe, damit hier weiterhin alles reibungslos abläuft. Hast du noch was auf Lager? Danke im Voraus. Versperrt. Okay. Welchen Code würde Ilmo verwenden? Warum hast du das verdammte Passwort für den Safe schon wieder geändert? Ich dachte, es wäre Wache, Helfer, Lieferant. Wer hat dir wehgetan? Warum bist du so paranoid, Jakko? Beruhige dich, dieses ist total einfach. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Liest du kinderleicht? Ich muss den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jakko. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. Coffee World-Mitarbeiter. Hoffentlich sind sie keine Monster. Nicht auf die Haftpflichtformulare für den Bring deinen Hund mit zur Coffee am Dienstag vergessen. Mhm. Auf den Fotos kleben Sticker. Ja, ich verstehe schon. So, Glückwunsch an Thomas zum ersten Jahr bei Coffee World. Wie üblich erhältst du für dieses Jubiläum eine Tüte frisch gemahlenen Kaffee umsonst. Wow. Der Persolator wird leider gerade repariert, aber keine Sorge, wir werden ihn so schnell wie möglich wieder auf Vordermann bringen. Fundsachen. Was war das? Spurensuche, Wache, Saubermacher. Fahrer, Wache haben wir hier. Souvenirlad. Mhm. Wache. Pflegekraft wäre der Caregiver, ne? 3. Ist hinten. Was ist denn Wache? Security, da. Ja. Das ist 4. Und oh, da, ich sehe es hier, da, 4. So, also Wache und Caregiver sind 4-4. Und Spurensucher sind Fundsachen, oder? 1-4-4? Ah, ich muss es erst. Ah, nee. So war das nicht gemeint, so. Meinst du? Ja, aber Hausmeister ist doch nicht Saubermacher.
Ein Hausmeister ist doch für mich eher Maintenance. Ich meine, können wir auch nehmen. Also, dann haben wir eins, ne? Vier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 6. Das ist wahrscheinlich die Definition von den Jobs, ne? Die Schlüssel zu meinem Wohnwagen. Jetzt muss ich noch den Klicker und den Kult finden. Untersuche meinen Wohnwagen. Ja, okay, wenn es danach geht, ja, könntest du recht haben. So. Wir müssen wohin? Jetzt müssen wir hier unten durch, ne? Wir könnten aber, relevanter Ort ist hier, der Hurari-Brunnen. Da scheint es ein Untergrund. Wobei, das ist doch gerade auch überflutet. Nee, ist es nicht, ne? So, wir müssen jetzt hier jedenfalls runter oder über den Brunnen. Ich gehe mal über den Brunnen. Das ist eine Leuchtfackel, die ich nicht mitnehmen konnte. Ja, stimmt. Behälter Schutzraum. Oh, warte mal, da drüben können wir speichern. Siehst du? Krieg. Außerdem können wir da Sachen wegpacken, um andere Sachen noch zu holen. Zum Beispiel haben wir jetzt recht viele Leuchtfackeln. Ich nehme die jetzt erstmal rüber. Die Pfeile sind okay. Popantank, ich weiß gar nicht. So, das bewege ich auch erstmal rüber. So. Dann haben wir ein bisschen Platz. Ein bisschen. So. So, was haben wir da jetzt noch offen? Dann könnten wir hier im Souvenirladen uns dann noch die Dings mitnehmen. Die Bums. Wo waren das? Von mir aus rechts. Okay. Ach hier. Oh Gott. Ich träume heute Nacht schlecht von dem Zeug. So, dann gehen wir hier unten lang und halten uns rechts. Sicher? Bin ich hier richtig? Ja, ich bin richtig. Achso, das war von der anderen Seite verschlossen. Deswegen kommen wir da nicht durch. Ah, schade, schade. Was ist hier hinten? Achso, hier waren wir schon. Kann es sein, dass es immer dunkler wird? So, dann gehen wir hier hinten raus und laufen hier runter. Ich glaube, das ist richtig hier, ne? Ja. Nee. Nee. Wenn die wenigstens was liegen lassen würden, wenn man die hops nimmt. Okay, hier geht's raus. Da ist noch ein Behälter. Den wir nicht öffnen konnten, oder was? Ja, ab und zu schon, ja. Okay.
Das hört sich immer an, als ob hier irgendwo einer drum rumläuft. Und zwar direkt daneben. So schrecklich. Aber das sind, glaube ich, die diese Wimpel hier, die großen, die da rumhängen. Hier ist eine Katze vermisst. Hier, diese da. Ne? Die flackern dann im Wind und dann hört sich das an, als ob da jemand läuft. So, wir sind jetzt hier vorne. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ich würde gern hier die Gegend hier kurz erkunden. Hier ist jedenfalls nicht ganz so dunkel. Ah, hier ist ein Klo. Funktioniert aber genauso wenig. Hm. Hier sind auch wieder diese Steine. Geht nicht kaputt, okay. So, wir können da langlaufen, wir können hier hinten langlaufen. So, ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Nee. Doch, Lighthouse-Wohnwagensiedlung, ne? Ist der richtige Weg, okay. Wer wohnt denn hier freiwillig? Da ist ein Brief. Da ist ein Stein. Oh, ich muss hier immer auf der Karte gucken. Ich würde mal sagen, wir laufen hier erstmal zum Haus. Das Licht. Auf der Seite stand, dass ich hier einen Kultisten treffen würde. Bleib auf der Hut, Saga. Bürgermeister Setter begrüßt Ihre harten Fragen. Die harten Fragen, jetzt. Da ist ein Behälter drin? Was? Tatsache. Okay. Danke, liebe Karte. Wir haben Schlüssel, ne? Oh oh. Ach, guck mal. Ich darf kein Wasser trinken oder baden. Nie wieder. Schnaps. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Thor und Odin. Sehen nicht wie Kultisten aus. Nee. Ja. Das hilft nicht! Ich bin nicht ich selbst! Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt! Verzeih! Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe! Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebell, du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Sei kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte! Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe.
Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich bin dein Großonkel Odin. Großonkel. Und das ist dein lange verschollener Morfar, Thor. Morfar? Kerasaga. Er ist dein Großvater. Und ich bin der Allvater. Genauso verrückt wie alle anderen auch. Genauso betroffen. Ich muss konzentriert bleiben. Danke. Und mir den Wohnwagen ansehen. Du bist bestimmt beschäftigt, meine Liebe. Wir wollen dich nicht aufhalten. Komm jederzeit vorbei. Bei unserem Ort der Ruhe. Im Pflegeheim Valhalla. Ihr Name ist Anderson? Genau wie du, Kleine. Thor Anderson. Odin Anderson. The Old Gods of Asgard. Das ist unsere Band. Du bist Saga Anderson. Verdammt nochmal. Eine Wikingergöttin. Das hört sich nicht gut an. Thor, Odin, Saga. Alles nordische Namen. Und derselbe Nachname. Ein Zufall? Hat die Geschichte ihren Namen zu meinem geändert? Ihr beide hattet wohl ein bisschen zu viel Spaß. Sieh durch, schaut uns, Bruder. Sie hat die Macht. Das schreit nach einer verdammten Feier. Die kleine Saga. Ganz erwachsen und wieder zu Hause. Ja, wir haben was getrunken. Nur zum Probieren. Der berühmte Anderson-Schnaps. Der Nektar der Götter. Willst du auch was? Nein, danke. Ich guck gerade was nach. Ich muss was variieren. Moment. Nicht, dass ich dann nachher... Es ist... Nee, doch. Und zwar... Wir hatten schon beim letzten Mal gerätselt, ob die Stimme von Saga die Stimme auch von Jesse Faden ist. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. In Control ist Jesse Faden, wird gesprochen, Originalsprecher natürlich Courtney Hope. In der Synchro ist es Britta Gardner. Und wo ist denn das jetzt hier? Bei Alan Wake stand gerade im dran. Ah ne, ist der andere, Daniela Grubert. Ist doch eine andere. Schade. Warum habe ich das jetzt hier gerade? Ist egal. Nein, ist eine andere Person. So, jetzt haben wir es geklärt. Ein für alle Mal. Klingt aber ähnlich. Habt ihr ein paar Verrückte mit Hirschmasken gesehen? So viel habe ich auch nicht getrunken. Je leerer die Flasche, desto schöner die Dinge, die man sieht. Mit einem Auge ist es sogar noch besser. Okay, vergiss es. Also, weißt du, wo der Trailer der Andersons ist? Direkt hinter uns. Wir haben ihn beobachtet, seit du gegangen bist. Aha. Danke für die Hilfe. Jederzeit, Kleiner. Opa. Oh, jetzt. Ach, guck mal, wir hatten aber hier... Uiuiui. Oh. Ich wisch. Die Show verpasst. Hm. Na und? Dieses deprimierende Tango-Zeugs ist schlecht für dich. Steckt zu viel Wahrheit drin. Zieht mich nur runter. Heroes Tango ist erbauend. Musik für die Seele. Ja. Cool.
Oh, endlich mal wieder Physik bei Schaukeln. Super. Schaukelphysik? Jawohl. Oh, verdammt. Wie spät ist es? Wir müssen bald zurück zum Bus, Bruder. Der Ruski will uns bei jeder Gelegenheit zurücklassen. Wir haben Zeit. Blam will es sich nicht mit uns verscherzen. Ach, wir kommen auch gar nicht weiter. Hier ist ein Bütchen. Batteriechen. Es stinkt nach Alkohol. Ach, das so schlimm ist es jetzt auch nicht. An mich adressiert. Vor Jahren. Wake hatte recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Saga Anderson, Watery Lighthouse, Wundeinheit 2. Check bitte ausstellen an Washington Power Co. Okay, Stromversorgung. Das ist Mamas Handschrift. Ich habe gehört, du hättest heute Geburtstag, also lass dich schön feiern. Ich liebe dich, Logan, Oma F. What the... Da. In der Notiz darin werden die Kultmitglieder M und T erwähnt. Okay. So, gefunden in der Nähe des Riesenrads. Okay, das kommt auch hier hin. Noch mehr Warnungen im Inneren scheinen häufig aufgebrochen zu werden. So, nächster Fall. Nehmen wir die Geschichte. Für später. Okay, für später. Kult des Baumes. Wo zieht's das in Kultistenversteck, in der M und T erwähnt werden? Mullingen und Taunton. M und T könnten für die beiden stehen. So, was haben wir denn hier? Geburtstagskind. Logan ist Teil der Geschichte. Ja. Ich erkenne die Karte nicht wieder, aber das ist zweifellos Mutters Handschrift. Stromrechnung an mich adressiert. Die Rechnung lautet auf meinen Namen 22. Februar 2018. Ode behauptet, er sei mein Großonkel und Thor mein Großvater. Das ist falsch. Ach so? Verbindung zu Thor und Odin. Die Geschichte verschafft mir also jetzt schräge Verwandte, aber irgendetwas stimmt nicht mit diesen Typen. Das ist doch ganz normal. Mama hat nie über ihre Familie gesprochen. Jedes Mal, wenn ich Mama nach ihrem Zuhause oder ihrer Familie fragte, schwieg sie. Ich habe keine Ahnung, wer meine Großeltern sind. Ich habe keine Zeit für alte Fragen. Okay. Automatisches Lösen, nachträglich. Das habe ich alles schon erledigt. Sauber. Abschlüsse, okay. Ist gut. Haben wir. Dafür haben wir es jetzt sauber gelöst. Ist doch schick. Oh. Danke. Alles erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Night zu persönlich. Ja. Und wieder die alten Geister kommen. Huch. So. Der nette Fremde, das uralte Haus. Das Mädchen mit der roten Schleife. Das uralte Haus, ist das vielleicht das bestimmte Haus? Das nordische Sagenbuch, das meine Mutter Logan geschenkt hat. Junior Federal Agent, okay. Logans Junior Agentenzertifikat. So süß.
Ja, das meine ich. Herzlichen Glückwunsch an die neueste Rekrutin des Büros, Logan Anderson. Du hast deine Ausbildung zur Junior-Agent erfolgreich abgeschlossen. Unterschrift Logan Anderson. Bonn. Logan liebte ihre Musik. True Colors. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskela-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Nein! Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Jetzt ist sie weg. Ist zu Hause. Unversehrt. Nee, leider nicht. Scheiße! Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Der Sheriff. Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Der Kult des Baumes. Mulligan ist ein Kultist? Was zum Teufel geht hier vor sich? Kultisten-Dinge? Deputy, Entschuldigung. Jedenfalls von der Staatsgewalt. So, ich muss erst mal hier gucken. Zeit muss sein. Mord im Herrenhaus. Ein architektonisches Rätsel von Margaret Fomor. Ein Wortspielbuch von Ilmo. Stehen wir uns in der Geschichte nah? Das würde sein Verhalten erklären. Habe ich in seiner Fiktion das Büro verlassen? Zartiestes Mitgefühl für ihren Verlust. Das FBI ist sich bewusst, dass dies eine sehr schwere Zeit für sie ist. Ich kann Ihnen persönlich versichern, dass wir uns um ihr Wohl sorgen und Ihnen die Zeit geben möchten, die Sie für die Bewältigung dieser Tragödie benötigen. Das FBI ist für Sie da. Wir heißen Sie gern wieder an der Arbeit willkommen, wenn Sie dafür bereit sind. Wir schätzen Ihren scharfsinnigen Verstand sehr und hoffen, Sie bald wieder in unseren Reihen zu begrüßen. Herzliche Grüße. Kriminaljustiz, ein kritischer Blick auf ein kaputtes System. Jetzt. Lorenz fiktives Zimmer enthält ihre echten Erinnerungsstücke. Nicht? Ach, hier unten. Nee. Möglicherweise kann Wake keine neuen Ideen entwickeln. Er muss verwenden, was existiert. Ein Foto von Thor und Odin mit Kultisten. Thor und Odin sind eindeutig mit dem Kult des Baumes befreundet. Ob sie Mitglieder sind, ist jedoch unklar. Und wieder so viel hier. Ein Brief von Agentin Marrow mit der Bitte, wieder an die Arbeit zu gehen. In der Geschichte habe ich gekündigt. Ein Buch mit Wortspielen.
Sieht nach einem Geschenk aus. Standen wir uns nahe? Nein, das kommt nicht auf die Tafel. Nein, das ist nur die Geschichte, die versucht mich zu verletzen. Nicht real. Ein Poster. Logan Liebborn. Zu ihrem 12. Geburtstag war ich mit ihr auf einem Konzert in DC. Ungelogen. Aber sie ist mit 9 gestorben. Den Zusammenhang gibt's wahrscheinlich nicht oder ist nicht bekannt. Junior Agent. Ich erinnere mich, es war beim Mutter-Kind-Arbeitstag. Logan war vielleicht 8, dann ist es passiert. Kinderbuch Nordische Märchen und Mythen. Meine Mutter schenkte es Logan, als sie noch ein Baby war. Die Geschichten sind zwar etwas gruselig, sie liebte die Bilder, das ist wahr. Okay. Ich gucke erstmal noch. Auch wenn er draußen gerade... Hier fehlt natürlich was. Für Logan, strahl immer weiter, mein kleiner Rockstar, dein stolzer Urgroßvater und Urgroßonkel. Oder waren sie noch jung, hä? Nightspring. Neue Staffel demnächst verfügbar. Irgendein Videospiel gespielt? Okay. Was ist das da? Ach, das ist das, das Dingens hier, was kaputt ist, wo der eine Wagen fehlt. So. Jetzt aber. Zeit muss sein. Hier drüben geht's noch weiter. Alter, hat die mich erschrocken. Haustiere sterben. Und es braucht eine Veränderung.
wählt Jim Figgerer. Damit sind wir am Ende. Ich wollte Jim Figgerer und Putney verabschieden sich. Okay, da macht aber einer richtig Druck, hä? Hallo Mama, wie versprochen schreibe ich dir jetzt, nachdem wir uns eingelebt haben. Es geht uns wunderbar und wir sind beschäftigt, wie immer. Die große Stadt. Jim arbeitet hart und hat eine Beförderung bekommen. Wir feiern diesen Anlass in einem neu eröffneten Restaurant, das Conny uns empfohlen hat. Laura macht sich gut in der Schule. Mit ihren Noten wird ihr jedes College offen stehen. Ich bin so stolz auf mein kleines Mädchen. Ich war damit beschäftigt, unsere Wohnung in ein Zuhause zu verwandeln, das Personal einzuarbeiten und Möbel zu kaufen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer sein würde, eine anständige Chaiselongue zu finden? Alles läuft gut. Mach dir keine Sorgen um uns. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Liebe Megan. Wer auch immer Megan ist. Ich hab Schnaufen gehört. War wahrscheinlich mein Schnaufen. Hui, Pfeile. Bop. Da den Stromzähler mal ablesen, ne? Oh, das wird ganz schön diesiges Wetter.